Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Hier im Hintergrund im Hafen von Taranto seht ihr die Francesco Ferruccio, ein neues Schiff der italienischen Marine, wo man sich denken könnte, Wargaming hat sich die Michelangelo zu Herzen genommen und hat sich gedacht, wir machen einmal alles anders. Und das ist auch vollkommen korrekt. Es ist einmal die Michelangelo in vollkommen anders, aber so anders, wie ihr euch das selbst nicht vorgestellt habt. Die Francesco Ferruccio ist ein leichter Kreuzer auf Stufe 7 mit 152 mm Geschützen, die ihr hier in 1x4 und vorne auch 1x4, also in Summe 2x4 sehen könnt. Und in der Mitte befindet sich die mittelprächtige Sekundärartillerie. Oder vielleicht finden wir ein anderes Adjektiv im Laufe dieses Videos dafür. Kümmern wir uns einmal um die Panzerung, denn die Panzerung ist wie oft das Wichtigste an einem Schiff. Und hier ist es tatsächlich eher zwei Seiten Papier und in der Mitte viel Hoffnung, dass man keinen schweren Schaden bekommt. Wie üblich auf Stufe 7 haben wir nur 16 mm Panzerung, wo jede AP-Granate eines mächtigeren Schlachtschiffs ein Overmatch macht und darunter liegende vitale Teile des Schiffes trifft und teilweise auch schwer beschädigt. Hinten und vorne quasi nichts Neues. Das Deck hier ist mit 25 mm nur leidlich besser gepanzert als die Seiten mit 16 und 20 mm. Hier der Bereich mit 52 Panzergürtel ist tatsächlich der, wo eigentlich alles abprallen sollte, aber nur einen kleinen Teil des Schiffes ausmacht, weswegen man mit diesem Schiff, wie mit so vielen anderen leichten Kreuzern, eher seine Manövrierbarkeit, seinen Wendekreisradius und Ruderstellzeit einsetzen sollte, um Kasematte und vor allem die Zitadelle, die weit aus dem Wasser ragt, aber dafür ein bisschen schmäler ist, schützen sollte. Ja, ein Schiff, ein wandelnder HP-Pool für den Feind. Aber dafür haben wir ja viele Trefferpunkte, könnte man meinen, denn dem ist nicht so. Wir haben nur 28.400 auf Stufe 7, nicht wirklich proper, eher so Richtung Stufe 6 gelinst, hat auch schon eine Nürnberg und schon auf Stufe 5 eigentlich eine Königsberg, 27.000, 26.000 Trefferpunkte. 1000 ist eine Penne einer HE-Granate, wenn man Glück hat. Das muss man auch sagen. Torpedoschutz 10%. Kommen wir nun zum Hauptverkaufsmerkmal dieses Schiffes, welches für immer alles ist möglich. Donnerstag, nein, immer alles für den Sieg-Event, für Forschungspunkte, Stahlkohle oder auch Premium-Tage zu kaufen, Querstrich zu erspielen gibt. Warum zu erspielen? Weil manche Ressourcen oder viele von den Ressourcen erspielbar waren. Jetzt ist es ein bisschen zu spät dafür. Allerdings für die Francesco Ferruccio könnte es noch reichen. Die Hauptbatterie mit 152 mm ist wie gesagt eine 2x4. Wir haben die Möglichkeit mit HE und mit SAP zu kämpfen. Habt ihr richtig gehört? Die HE hat 8% Brandwahrscheinlichkeit mit 2100 HE Alpha und 25 mm Pen. Wir haben bei der SAP 3850 an Alpha Schaden und 42 mm Pen. Das ist das Highlight mit den 42 mm Penetration auf Stufe 7, wo sehr viel durchschlagen wird. Wir haben zusätzlich dazu natürlich die Reichweite mit 17,5 Kilometer und maximale Streue von 154 Metern, einem Sigma von 2.0 und wie schon gesagt die 11 Sekunden Nachladezeit. Bereitstellend dazu haben wir 8x1 90 mm, leider keine SAP, leider nur HE, 1300 Alpha Höchstschaden, 6% Brandwahrscheinlichkeit und unterirdische, der HE geschuldete 15 mm Pen. Das ist ein Problem, das sehen wir dann auch gleich später. Zudem haben wir Torpedos mit weit größerem Nutzen als die sekundäre Artillerie mit 2x4, hat 13,5 km mit 15.985 im Schnellschussverfahren, 16.000 Schaden Alpha. 56 Knoten, ihr seht, man muss sie fast ins Ziel tragen. Wir haben noch Wasserpumpen, yippie, da freuen wir uns. Wir haben Flugabwehr, da freuen wir uns auch. Stufe 6 ausreichend, Stufe 8 Flugzeugträger bescheiden. 4x1120 Schaden, also Explosionsschaden in einer Salve. Uff, und dazu passend schlecht der kontinuierliche Schaden. 109 auf 4,6 Kilometer Reichweite, 95 auf Mittel, 42. Kurzstrecke, man könnte sagen, es ist nicht weit genug und dann auch nicht kräftig genug.
Die Manövrierbarkeit allerdings ist ein Highlight dieses Schiffes in Kombination mit der Verborgenheit. Wir haben 38,3 Knoten mit der 5% Flagge, 620 Meter Wendekreisradius Stock und die Ruderstellzeit von 5,3, verbessert mit minus 20% von 6,6 Sekunden. Das ist schön. Die Verborgenheit, 8,6 Kilometer, ist mit einmal Concealment, ansonsten haben wir die 9,6. Das ist ebenfalls schön. So macht das Spaß. Hier sehen wir noch, dass wir einen einen Abluftnebelerzeuger haben. Einen kurzen Nebel, den man unter voller Fahrt nutzen kann, um 24 Sekunden und ein paar zerquetschte, weil, obwohl die Nebel an 10 Sekunden dauert, man doch relativ schnell rausfährt, anhalten kann. Und dann haben wir das praktikable Aufklärungsflugzeug und einen Jäger, der momentan überhaupt einen Einsatzzweck hat, der nützlich wäre, was ein Abfangjäger nicht, also ein Aufklärungsflugzeug nicht auch erledigen könnte. Hier haben wir meine Module einbauten und hier haben wir überraschenderweise von mir nur einen 10-Punkte-Kapitän, um auf Stufe 7 dem Credits zu geben, dass nicht jeder Spieler 21-Punkte-Kapitäne hat, wo er das Maximum rausholen kann. Ebenso habe ich für dieses Gefecht, das ich ausgewählt habe, absichtlich ein Sekundärbild gewählt. Ich sage es vorab, bitte skillt das Ding eher auf Überleben und Hauptartillerie, nicht auf Sekundärartillerie. Aber ich möchte hier ein abschreckendes Beispiel bringen, sodass man sich nicht verleiten lassen sollte, obwohl Sekundärartillerie mit ausreichender Reichweite vorhanden ist, diese überhaupt zu skillen. Das gilt stellvertretend auch für andere Schiffe, bei denen viele Leute dann sagen, oh, schaut, aber die hat jetzt 9 Kilometer Sekundärreichweite als Kreuzer, das ist schon lustig. Es mag lustig sein, aber oft ist es einfach Bullshit. Und so ist es auch hier bei der Francesco Ferruccio, die, wie schon gesagt, einer Anti-Michelangelo relativ ähnlich sieht. Hier haben wir die Hauptartilleriegeschütze außen bei der Michelangelo innen, da haben wir die Sekundärartillerie innen bei der Michelangelo außen. Und sieht so aus, als hätte Wargaming ein Derivat der Michelangelo auf Stufe 7 gebracht, mit dem man dort auch ganz viel Spaß haben kann, wenn man denn gut fährt. Und lasst euch gesagt sein, dem ist nicht so. Das Schönste hier an diesem Schiff ist die Hauptartillerie, die Verborgenheit und die Manövrierbarkeit nebst den startenden Delfinen hier neben der guten Tarnung. Das ist es eigentlich. Was man mit diesem Schiff am wenigsten machen sollte, ist mit Sekundärartillerie arbeitend ganz weit in den Feind hineinstoßen, um dann zu merken, oha, oha, auf Stufe 7 steht die Panzerung eines Kreuzers in keinem Vergleich zu ihm entgegengestellten Kalibergrößen der Feindschiffe. Ich glaube, das ist die Erkenntnis, die man aus solch einem Gefecht erringen kann. Ich probiere natürlich immer gerne für euch die witzigsten Dinge aus, deswegen natürlich einmal Sekundärartillerie-Action für ein Schiff mit so prominent platzierter Sekundärartillerie. Wie schon erwähnt, am intelligentesten ist, mit diesem Schiff auf Distanz zu bleiben, das Aufklärungsflugzeug einzusetzen, mit SAP aus jedem Winkel Salben von 4.000 bis 6.000 in Kreuzer zu bringen. Denn das Schöne ist, 42 mm Panzerung ist für einen DD, also 42 mm Pen, ja, ist für einen DD bei SAP kaum zu erreichen. Auch die Panzerung von 42 mm bei vielen Kreuzern auf dieser Stufe quasi nicht existent und ansonsten nur in kleinen Bereichen des Schiffes, weder in den Aufbauten, seltenst an Deck. Man muss sich vorstellen, manche Schlachtschiffe haben 42, 45 mm Panzerung auf Stufe 7, wenn überhaupt. 50 mm gibt es auch selbst da noch ganz wenige, wie die Yamato, die 51, 52, 51 mm Panzerung hat, oder 52, ich weiß gar nicht mehr, oder 50. Ja, also das sind schon Größen an Deckspanzerung, die brutal sind. Und ihr seht auch hier schon, die Manövrierbarkeit ist euer Schild. Die Panzerung wird es nicht sein. Denn da, wo die zwei Seiten gefüllt mit guter Hoffnung als Panzerung versagen, da wird euch die Manövrierbarkeit tatsächlich den größten Dienst erweisen. Wenn ihr nicht den Fehler macht, so wie ich hier. Wir sind jetzt in Sekundärreichweite. Zumindest vielen Schiffen gleich schon wieder. Das andere wurde von mir von seinem Unvermögen erlöst. Gut, ich darf das in diesem Gefecht tatsächlich nicht sagen, weil hier agiere ich nicht besonders gut. Wir sind schon das Schiff, das nebst Schiffen mit viel besserem Concealment und länger anhaltenden Smoke am weitesten vorne ist. Die Menekase hat hier
ihren fatalen Fehler des aggressiven Vorgehens bemerkt und fährt zurück. Einer hat hier noch nicht den letzten Schuss gehört. Ich muss nach vorne fliehen. Natürlich, weil wenn die Yukon nach vorne kommt, dann gibt sie mir richtig eine mit. Die King George ist ja hinter der Insel. Wenn sie da bleibt, dann geht mein Plan auf. Und meine sekundäre Artillerie kann Feuer und Verzweiflung säen und streuen. Schon 7 Treffer auf 6 Kilometer. Das ist schon fast, also ist extremer Nahkampf für ein Schiff wie die Francesco Ferrucci. Und auch die King George hat leider gemerkt, dass hier ein bisschen hummelwitzig nach vorne gefahren bin und will diesen Umstand nun zu ihrem Vorteil nutzen. Was sie nicht weiß, ist, dass das am Ende dann auch mein Vorteil sein wird. Aber ich möchte nicht zu weit vorgreifen und einmal hier auf die Salven mit SAP darauf hinweisen, anlehnen, dass wenn man Adrenalinrausch hier skillt, anstatt dass er sich geskillt habe, dann noch ein bisschen mehr an Schaden bei rumkommt. Aber auch bemerken, dass hier gedrungene AP-Salven, also nicht SAP, sondern AP-Salven, wahrscheinlich Zitadellen wären. Ihr seht also, SAP hat seine Vor- und natürlich seine Nachteile gegenüber von AP. Ja, 70 bis 80 Grad sind die verbesserten Abprallwinkel von SAP. Damit kann man gut arbeiten. So, jetzt einmal hier schauen. Das große Problem im Nahkampf ist nebst der kaum feuernden Sekundärartillerie, weil nur ein oder zwei nach vorne schießen können, dass man wenig Geschütze hat, die nach vorne schießen können und somit wenig Frontalschaden hat. Das Beste ist hier, wie gesagt, die Manövrierbarkeit. Schaut, wie ich es hier auch noch einmal schaffe. Übrigens schlecht gefahren von mir. Ich hätte die linken Torpedo für das linke Schiff und man sieht es gleich, die rechten Torpedos, die ich gerade geworfen habe, für das rechte Schiff verwenden soll. Wäre besser gewesen. Naja, man kann nicht alles haben. Ja, in diesem Fall trifft das besonders zu. Aber viel Schaden in kurzer Zeit. Und hier noch ein bisschen mit SAP an Schaden machen, warum ich nicht sofort schieße, ist mir beim User-Schauen ein Rätsel. Und hier probiere ich noch natürlich den RAM zu bekommen für nochmal 25.000, aber das geht sich leider nicht aus. Die Yukon und ihre sekundäre Artillerie regeln das. Na. Ich hoffe, an diesem Negativbeispiel könnt ihr sehen, wie man es nicht macht. Na gut, das war jetzt glücklich mit den Torpedos. Da ist einiges an Schaden bei rumgekommen. Das war nicht schlecht gemacht. Problematischer dabei war eher, ich hatte keinen Smog mehr. Den hätte ich eher einsetzen können. Man kann mit diesem Schiff in der Theorie tatsächlich noch gegen Schiffe, die keine Hydro haben oder sonst etwas, einen Torpedo-Run machen. Hier Werfer auf der Seite sind eigentlich relativ angenehm, was das betrifft. Macht man über 14.000, 15.000 Schaden pro Torpedo, natürlich abzüglich des Torpedoschutzes, dann passt das auch wieder. Kann man einiges an Schiffen zerstören auf dieser Stufe. Aber Fazit daraus. Wobei Fazit vielleicht in der Endbesprechung. Ideale Skillung, man kann auf Torpedo Reload gehen, wir haben 13,5 Kilometer Reichweite. Wir haben 1 Minute 48 oder so, über 100 Sekunden, 106, 108 haben wir Nachladezeit. Immer Torpedos werfen, wenn geht, bis bevor man in den Nahkampf geht. Abluftnebelerzeuger dann quasi safen dafür, um dann den Torpedo-Run zu machen. Ansonsten klare Empfehlung, SAP wegen der hohen Alpha-Schadenswirkung auf Reichweiten von 15 bis 16 Kilometer, gehen auch 12. Aber da bitte gut aufpassen, die Manövrierbarkeit nutzen, Superwendekreisradius, fast wie in DD, Ruderstellzeit wie in DD, Geschwindigkeit mehr als in DD oder 36 bis 38, je nachdem, was man geskillt hat, ob man die Flagge mitgenommen hat, ist wunderbar, mit dem kann man arbeiten. Wie gesagt, 36,5 ist es quasi Stock Speed plus 5% dann mit der Flagge. Das ist super. Ein Schiff auf Reichweite zu spielen, High, SAP und Schaden machen ohne Ende. So ähnlich theoretisch auch wie die Ducarelli Abruzzi auf Stufe 7. Da hat man halt keine SAP. Das macht man da nur mit High und Brandwahrscheinlichkeit. Kommen wir aber nun zum Endscreen. Da geben wir ein bisschen Gas. Denn es passiert nicht mehr wirklich viel. Dementsprechend war das bei diesem Gefecht, egal ob die Skillung gut war und als Negativbeispiel dienen soll, wie wir jetzt gleich sehen, im Endscreen. Ein sehr schnell und dennoch ausreichend Schaden erspieltes Gefecht einem Gegner, dem das kaum durchgehalten hat.
85.000, das wirkt nicht mies. Ein dritter Platz ist auch gar nicht schlecht. Das Gefecht an und für sich war aber Katastrophe. 5 Minuten 40 im Gefecht verbrachte Zeit, 11 Minuten Gesamtgefechtdauer. Wobei man davon ausgehen kann, dass ab Minute 7 und 30 Sekunden das Gefecht eigentlich schon zu Ende war. Das Rest war Sightseeing-Tour, eine Kreuzfahrt über die Karte zum letzten Feind. Was uns hier auffällt ist, wir haben 25 Treffer der Sekundärartillerie. Das wirkt auf zu Beginn mal ein bisschen wenig, denn das hat ja relativ viel in der Mitte aufbauen mit Sekundärartillerie und das ist ein Trugschluss. Es sind tatsächlich nur 4 Türme pro Seite, das nicht in doppelläufigen Geschützen wie bei manch anderem Schiff. Nein, ist nur 4x1, also 8x1 in Summe und die schießen schon. Aber mit Sigma 1 treffen sie nicht viel und sind nicht genügend Türme in der Anzahl. Und selbst dann, ihr seht, wir haben 25 Treffer von 122 abgeschossenen Granaten. Das ist circa ein Fünftel an Trefferwahrscheinlichkeit, 20%. Und die haben null Schaden gemacht. Tja, wie kommt's? Das kommt daran, dass wir wahrscheinlich alles Non-Penetrations hatten, weil der Schaden, der auf Schlachtschiffen hier gemacht worden ist, mit 15mm Pen einfach für den Arsch ist, wenn nicht die richtigen Teile getroffen werden, die 13mm aufbauten. Kann man halt nichts machen. Eine absolute Pleite, die Sekundärartillerie. Ein Brand hat sie dann dennoch geschafft mit 1307 Brandschaden. Yippie. Ihr seht, der Torpedo Run mit 34.000 ist dadurch wertvoller gewesen. Was man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass man in 5 Minuten 40 Sekunden fast 50.000 Schaden gemacht hat. Mit der Hauptartillerie. Zeitweise nur mit einem einzigen Turm. Und das ist das, was ihr aus diesem Gefecht mitnehmen sollt, Hauptartillerie. Enormer Schaden. 50.000 ist Überdurchschnitt, was Kreuzer auf Stufe 7 meist an Schaden machen, serverweit. Oder ist Durchschnitt, sagen wir so. Sollte für euch bei 60.000 liegen, dann seid ihr mit Sicherheit überdurchschnittlich, was das betrifft. Was sagt ihr dazu? Sind Negativbeispiele mit offensichtlich falscher Skillung? Obwohl es theoretisch optisch so aussieht, wie jetzt könnte man es auch so spielen. Auch mal interessant bei Vorstellungen. Ich finde, man kann es machen, wenn es dann die klare Richtung zeigt, wie es nicht zu spielen ist. Mit Ratschlägen, wie es besser wäre. Aber lasst mich gerne wissen in den Kommentaren und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ciao.